Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video mit der verlorenen Stadt an der Front und dem Reich der Wüste und der Prüfung der Verdampfung. Mit loderndem Feuer und tosenden Wellen kannst du die Reihen deiner Gegner ausdünnen. Beim Auslösen der Reaktion Verdampfen wird eine Druckwelle ausgelöst, die Gegnern in einem bestimmten Bereich Schaden zufügt. Nutze diesen Umstand aufs Vollste und vernichte deine Gegner dadurch. Was? Verdampfen? Und wir haben nur einen Hydro? Wir haben nur einen Hydro-Charakter zur Auswahl. Ja, moin. Aber das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Yes. Ayato bekommt ja einen Rerun. Der nächste Rerun ist, glaube ich, Raiden Shogun und Ayato. Nice and spiky. Wind strike. Jungle. Where do you think you're? Boba, get them. Cascade. Müsst ihr wieder vergessen, mir das Ding anzugucken. Und wir sind schon wieder falsch. Verdammt nochmal. Ich muss hier nicht lang, wann checke ich das endlich? Egal. Skippen wir es einfach. Skippity, 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 skip. Skip dad. No. Never mind. I follow the wind. Das war einfach. Aber ich bin wieder nicht schneller als letztes Mal. Was war es jetzt? 3,58, ne? Irgendwie so. Bei 2,40. Enemies. Ja, moin, wo läuft der denn hin? Oh, neuer Highscore, 3,37. Sehr gut. Ich habe wieder mal gar nicht drauf geachtet, was diese Sonderherausforderung ist für die zweite Urgestein-Belohnung. Ich hoffe einfach mal, wir haben sie abgeschlossen. 20 mehr Reaktionen verdampfen, ja. Schauen wir mal, ob das mein Highscore ist. 3,37? Ja, wow, tatsächlich. Ja, sehr viel schneller geht es tatsächlich gar nicht, weil ein großer Teil ist ja doch einfach laufen und warten.
Also ich denke mal, unter 3 Minuten ist schon extrem schwer. Na gut, außer man benutzt natürlich seine eigenen Figuren. Stimmt. Ach so, Moment mal. Also ich habe zumindest meine... stimmt, ich hätte eigentlich meinen eigenen Kasu und meinen eigenen Bennett nehmen müssen. Oh. Gar nicht aufgefallen. Ja gut, ne, meint, dann wäre es vielleicht doch echt schneller gegangen. Weil die müssten eigentlich deutlich besser sein, weil mein Kasu hat Talente auf Level 10. Und die Figuren zum Probieren dürften eigentlich nur Level 8 sein. Von den Talenten her. Also eigentlich unmöglich, dass die besser sind. Oh, Armin sieht's nicht. Na naja, gut, okay, dann nevermind. Aber normalerweise bei Probelauf und so haben sie auch immer Talent Level 8. Also Level 80, Talent Level 8 und so weiter und so fort. Aber gut, welche Waffe haben sie ihm gegeben? Da kann ich natürlich nicht mithalten. Un momento. Ich weiß gar nicht, was ist Kasuas Waffe überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ach, sieht man nicht. Oh. Nevermind. Na gut. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Sind wir uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.